Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Fighting Force. Ich bin zwar mit dem Spiel schon durch, aber ich habe ja nochmal gesagt, dass ich das Spiel mit einem weiteren Charakter nochmal gerne durchspielen möchte. Und ja, deswegen dieses Video. Ich glaube, ich habe mich innerlich schon für einen Charakter entschieden. Nämlich für den anderen männlichen Protagonisten. Oh, Schwing! Hat ja ein paar andere Moves, ein paar andere Stärken, ein paar andere Schwächen. Doch, die Missionen bleiben Gott sei Dank die gleichen, obwohl ich, glaube ich, mal mit ihm ein paar andere Wege beschreiten werde. Wir hatten jetzt schon zum Beispiel bei der ersten Abzweigung... Ach, wisst ihr was? Seht ihr, wenn es soweit ist. Nützt ja jetzt nichts, jetzt schon darüber zu reden. Schwing! Ah, ja genau, da war hier der Dropkick-Man und Loot-Griff natürlich. Der war der Profi mit den Roundhouse-Kicks, das finde ich gut. Der tritt sehr... Der hat ein recht schnelles Angriffstempo. Bam! Okay, leider nicht erwischt. Okay, er ist recht wieder nicht erwischt. So, jetzt drehen wir mal wieder den Wagen kaputt. Denn wir sind ganz heiß auf den Raketenwerfer, der hinten drin liegt. Tja, weil er aber eben nicht Smasher ist, muss er den leider mit beiden Händen tragen. Aber ich denke, dass, dürfte kein Problem sein. Na komm her. Moment, den würde ich gerne so kaputt treten. Na, oh ja, treffen müsste man können, dann würde das auch gehen. Und zack. Weg damit. Ja, mit der nächsten Waffe. Wuhu! Och ey, ich wollte das Geld gerade einsammeln, Mensch. Nimm das! Hallo, ich will diese Absperrung. Ah, Mann, ich will doch alles hier kaputt machen und euch damit bewerfen. Nimm das! Ah, okay. Oh, auch nicht schlecht. Das habe ich getroffen die ganze Zeit. Oh, gut, da wurde nicht was Süßes. Jetzt drehen wir mal den Wagen ein bisschen. Stange, so geht doch. So, lieber Christopher, ich hoffe, du schaust zu, denn den kann so darfst du zuhauen. So darfst du zuhauen. So darfst du zuhauen. So darfst du zuhauen. Nieren sind tabu, da gehst du so durch. Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ach ja, da war die Welt noch in Ordnung, oder? Der waren wir auch kaputt. Ich will noch ein bisschen mehr zerstören, denke ich. Deswegen werde ich auch hier wieder was rausreißen. Zack. Autsch. Bam. Zack. So. Und auch das schmeiße ich... Na, eigentlich wollte ich das wieder mal in den Kopf schmeißen. Leider nicht getroffen. Gut, sei es drum. Gibt doch noch so viele Dinge hier, die ich wieder mal in den Kopf schmeißen kann. Oder gegen den Kopf schlagen kann. Hallo? Hier. Haha! Besiegt! Na, komm her. Da ist die Pumpguns. Ja, ich weiß, der Witz war auch richtig schlecht. Es tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, was bei mir ruhig kommt, dass ich so schlechte Witze mache. Zack. Jetzt einmal das. Dann hole ich mir eben noch die Pumpgun. Nein, das wirst du nicht tun. Bam! Und ins Gesicht. Ach, das war's immer noch nicht. Kommen da noch mehr? Ja, dann. Oh, stimmt, ein Dicker war dabei. Nein,
Nein, ich wollte weg von dir. Hier, schenke ich dir. Hat nicht einer von euch noch eine Waffe fallen lassen? Ja, wusste ich doch. Autsch. Oh, hat das wehgetan? Oh, hat das wehgetan? Na, wisst ihr, was jetzt kommt? Oh, hat das wehgetan? Oh nein, er lebt ja noch. Oh, hat das wehgetan? Ja, ich denke, es hat wehgetan. Sehr gut, dann immer rein in die gute Stube. Hui! So, ich starte direkt mit einer Pumpgun, das freut mich. Und ich schieße direkt daneben, das freut selbstverständlich weniger. Da stand ja gar keiner, warum mache ich sowas dann? Hier, schenke ich dir. Hallo, ich will dir noch was schenken. Und dir schenke ich auch wieder einen. Tritt an den Kopf, wenn du mich denn mal lässt. Ja, oder ich grätsch einfach mal in die Luft, das ist natürlich auch schön, bringt zwar nichts, aber hey, es sieht zeitig aus. Findet ihr nicht, ja? Also, mit Fäusten schlagen, da macht er ja immer so gar keinen Damage. Ich denke, ich werde es dann dabei belassen, mich auf Roundhouse-Kicks zu spezialisieren. Selbst wenn die geblockt werden, machen die viel mehr Schaden als Faustschläge. Du brauchst noch ein paar Tritte ins Gemächt, habe ich gehört, oder Schläge in die Luft, die sollen ja auch sehr schmerzhaft sein, hat mal ein Vögelchen gezwitschert. So, dann treten wir nochmal dich kaputt. Tja, genau, hier war erst die Hälfte, den ich glaube auf der anderen Seite war. Aber egal. Trotzdem kein Grund, den Leuten keine Tritte an den Kopf zu verteilen. Echt jetzt? Dein scheiß Ernst? Oh, bist du mit der Kiste explodiert? Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Nein, das war kein Witz. Das tut mir wirklich leid. Okay, das war gut. Ja, ich weiß, meine Scharade war nahezu perfekt und die hätte jetzt beinahe nicht durchschaut, aber es war tatsächlich eine Lüge. Das tut mir leid. Ich bin so ein unaufrichtiger Mensch. Aber was soll ich sagen? Ich tue halt alles, um Leuten einen Tritt in den Kopf zu verpassen. Übrigens, lieber Christopher, falls du das hier schaust, ich hoffe, dass du das schaust, hast du zufällig rausgefunden, bei welcher Folge das war? Ich meine, es war Monty Python's Flying Circus. Solltest du jemals rausfinden, welche Folge das war, zufällig, dann sag mir doch mal Bescheid oder schick mir mal einen Link oder. Wäre cool, würde mich freuen. Zunächst gibt es hier noch ein bisschen was zu zerstören. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wegwerfen, aber gut, machen wir es natürlich trotzdem. Wir treten auf diese Box kaputt, denn da ist auch eine Pistole mit einem Bömsken drin. So, können wir eigentlich hier drauf schießen? Bringt das was? Oh, das bringt sogar einiges. Cool. So, Moment, aber ich will nochmal, dass etwas richtig Bumm macht, deswegen schnappe ich mir das Bömsken. Ne? Das! Kann man das kaputt treten? Nein. Das Terminal geht anscheinend nicht kaputt. Schade. Moment, ich wollte eigentlich die Bombe nehmen. Ach, die Tür ist ja schon kaputt. Guck an. Bam. Direkt von der Wucht der Bombe. Ermordet. So, kommt mal hier hin. Ah, geil. Ich habe so gehofft, dass ich außer Reichweite bin, die aber noch drin stehen. Und es hat geklappt. Ich wurde nicht enttäuscht. Haha, schönes Ding. Ach, guck an. Ein Automat. Zack. Zack, zack, zack. Zack. So,
So, dem werfen wir das an. Um einen gelungenen Abschluss hinzukriegen. Ich denke, das haben wir geklappt. Da liegt was Süßes. Na, komm her. Huhu, gerade noch erwischt. Ist hier noch was? Nein! Na, sehr gut. Jetzt dürfen wir, glaube ich, im Aufzug sein. Meine ich. Ich habe jetzt einigermaßen den Verlauf wieder auf dem Schirm. Jetzt dürfte eigentlich der Aufzug kommen, dann oben die Etage. Genau. Und dann dürften wir auch schon Zeng das erste Mal begegnen. Zack, 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 zack. So, ich will noch was kaputt reißen. Und will mich nicht plündern. Das wäre ein Spiel ohne Loot. Naja, es gibt ein Spiel ohne Loot. Nein, das sage ich nicht nur, weil es sich so wunderbar rein, sondern ich bekannt dafür bin, dass ich unfassbar schlechte Wortwitze und Reime mache, sondern weil es wirklich so richtig gut sind, ohne Lücke, aber mir fällt gerade ernst, das kann kein sein. Aber eigentlich bei allem, was irgendwie so ein bisschen Beat'em Up, also nicht so klassischer Zweikampf Beat'em Up, wie Street Fighter ist oder so, sondern so wie das hier, also was Jump'n'Run-mäßig ist, gibt es doch eigentlich immer Lücke, oder? Falls man ein Spiel einfällt, wo es kein Loot gibt, also wirklich gar nichts, vielleicht ein paar ältere Versionen von Prince of Persia, da weiß ich nicht, wer der Reihe, da bin ich nicht so im Thema, muss ich gestehen. Aber wenn einem was einfällt, schreibt es in die Comments, das kann mich interessieren. Ob ein Spiel auch so... Also ich gehe echt davon aus, dass es wirklich nur ganz andere also Spiele, die noch weit hier vor waren. Ich weiß aber gerade echt nicht. Vielleicht kenne ich auch einfach nur ein Spiel. Irgendwas an die gab's doch immer. Hoho! Nein, ich wollte das. Aber ich wollte die Axt nicht wegwerfen. Mensch, was machst du denn, du Lümmel? Ich glaube, mein Hamster gut. Es kommt doch. Es kommt immer noch nicht drin. Schade, ich dachte, jetzt kommen die Dinge. Für die wollte ich mir eigentlich die Axt aussparen, deswegen werde ich die ganze Zeit die Dinge in der Hand. Das ist doof. Zack, zack, ist da. Der hat noch nicht, wer will nochmal Roundhouse-Kicks für alle. Ob das ein Zufall ist, dass er so wie so ein Chuck Norris-Verschnitt daherkommt mit seinen Roundhouse-Kicks. Wahrscheinlich durfte nie kein Bad nehmen, weil sonst klar gewesen wäre, dass das Chuck Norris sein sollte. Und naja, hätte er davon Wind bekommen, dann wären die Macher sicherlich gestorben, bevor das Spiel jemals erschienen wäre. Und das wollten wir natürlich. Und in den Kopf. Komisch, die kippen gleich um, wenn man den Axt in den Kopf wirft. Unglaublich, oder? Und das war's. Hui! Und raus hier! Eins, zwei. Ah, wo ist Macht 3? Macht 3! Und dir schenkt die Waffe. Es war nämlich deine Schuld. Du bist der Täter. Ich werde jetzt verschwinden und nennen. Was hat dich das angegeben? So. Skinny Malone. Hieß der nicht so bei Fallout 4? Einer dieser komischen Gangster-Boss? Hieß der nicht Skinny Malone? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine ja. Schon ein paar Tage her, dass ich dem begegnet bin, deswegen habe ich es gerade echt einfach nicht mehr auf dem Schirm. Seht mir bitte nach und hasst mich nicht dafür. Dann wäre ich euch äußerst verwundert. Die kann man, glaube ich, noch kaputt machen. Yo, kann man. Mein Gott, 8 Kicks brauchen die Dinger. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja,
ein Treffer. Ah, 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 ah. Zwei Treffer. Ah, 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 ah. Drei Treffer. Ah, ah, ah. Vier Treffer. Ah, ah, ah. Null Munition. Ja, herzlich willkommen bei Graf Zahl. So, das war's. Dann durch. Klappe zu, Affe tot. Und hinein in die gute Stube. Denn wir alle wissen, das Stück ist erst zu Ende, wenn die fetten Typen umfallen. So, aber jetzt kommen leider keine fetten Typen mehr. Jetzt kommen nur noch, wenn ich mich recht entsinne, ein paar Dirnen. Heißen Anzügen. Toll lachen. Warum lacht er so, obwohl er jetzt seinen Hut verlassen muss und erstmal alle Fenster in die Luft sprengt? Finde ich eigentlich gar nicht so lustig. Aber gut, ist ja jedem selbst überlassen, ne? Es gibt jetzt hier nichts, was mich so furchtbar foppt, dass ich mich darüber jetzt ewig lange aufrege und rege und ewige Hasstiraden halte. Ich könnte mal auch was anderes machen als treten, fällt mir gerade auf. Zum Beispiel das hier, zack. Hier ist natürlich die obligatorische Grätsche. Und natürlich den Dropkick. Wuhu! Mit bei den Dropkick Murphys. Kann ich nur empfehlen. Für die es nicht kennen, das klingt so. Ja, das war schon wieder. Huhu! Und ich habe nichts zerstört. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Findet ihr das schlimm? Aber ich habe einen Weiterspielens. Hurra! Geht auch nichts über lustige Sprachfehler ins Spiel. Natürlich möchte ich mein Spiel sichern. Jo, sichern. Ja, ich möchte es überschreiben. Nein, ich werde den Memory Card nicht entfernen. Ich habe nicht vor, meine PlayStation 3 aufzureißen und den Speicher rauszureißen. Denn ich habe was ganz anderes vor. Ich mache nämlich hier an dieser Stelle meinen Cut. Bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr werdet zwangsläufig was Neues erleben. Also denkt dran, es gab ja hier und da noch andere Wege, die man nehmen konnte. Zum Beispiel statt der Marinebasis konnte man woanders hin. Oder statt der Bronx oder dem Einkaufszentrum konnte man auch noch woanders hin. Wo genau das hinführt, da müsst ihr am Ball bleiben. Darauf freue ich mich. Auf euer wieder Vorbeischauen bei mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.